Also im Titel spricht man aus The Cascade Summoning. Der bezieht sich auf diese Platte, beziehungsweise auf den Titeltrack dieser Platte, der ungefähr so klingt. Ich spiele also noch in einer Heavy Metal Band, die sich Sacred Steel nennt. Und wir haben vor, wahrscheinlich auf den Tag genau, vor 5 Jahren dieses Album rausgebracht, The Bloodshed Summoning. Und meinem Stückchen, das ich jetzt hier aufgenommen habe, liegt der erste Akkord quasi so zugrunde. Das ist so die Basis für das ganze Stück. Und dadurch, dass es so fließt wie mehrere Wasserfälle, habe ich es eben The Cascade Summoning genannt. Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich einfach mal wieder überlegt, wie ging eigentlich der Anfang von dem Song? Und dann ist mir, ich versuche mir das gerade nur selber zu erklären, vielleicht aufgefallen, wie geil ich diesen Akkord finde. Und dass ich doch da muss man doch noch irgendwas mitmachen. Und ich erinnere mich jetzt auch daran, dass ich am Schluss oder in irgendeinem Song von der letzten Platte habe ich den Akkord auch noch mal verwendet, aber nur so als so einen kleinen Pling irgendwo, so dass es niemandem außer mir auffällt. Und ich weiß, und ich wage einfach jetzt schon mal zu prophezeien, dass der Akkord auch auf der nächsten Platte irgendwo landen wird. Also das Gute an so einem eigenen Stück ist natürlich, dass man viel mehr Freiheiten hat und in der Interpretation einen ja niemand was vorschreibt in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie den Triller nicht von oben oder von unten ansetzen darf oder sowas. Nicht, dass es hier einen Triller geben würde, aber weißt, was ich meine. Ja. Witzigerweise fallen mir immer wieder neue Linien auf, wenn ich das Stück selber anhöre. Also es gibt natürlich mehrere Stimmen, aber ich habe da gar nicht so sehr in Stimmen gedacht, sondern viel mehr in Klängen allgemein. Und manchmal habe ich mehr Bock, irgendwie die mittlere von den beiden Stimmen, die höhere sozusagen, rauszuheben. Und manchmal ergibt sich irgendwie ein Rhythmus, der sich eher anbietet, rauszuheben. Und manchmal, finde ich, braucht man überhaupt nichts rausheben und der Klang spricht dann einfach so für sich. Also außer meinem Gitarren-Solo-Programm unterrichte ich natürlich noch, das machen wahrscheinlich alle von uns Kollegen. Dann spiele ich noch in einem Duo mit einem ganz tollen Cellisten, mit Gabriel Fauer, der ist Solo-Cellist beim Württembergischen Kammerorchester in Heilbronn. Dann habe ich neulich mit einem sehr guten Freund von mir, der ist Klarinettist, zum ersten Mal ein Stück zusammengespielt. In Michi Reich. Und das werden wir auch weiter verfolgen, weil wir einfach so, wir kennen uns so gut und haben eigentlich noch nie, also Duo haben wir noch nie zusammen gespielt, aber wir spielen sehr viel am Theater zusammen. Er ist am Theater in Pforzheim bei der Badischen Philharmonie, wo ich oft aushelfen darf. Von daher haben wir einfach so intuitiv zusammen musiziert. Es ist einfach extrem lehrreich, mit anderen Leuten, mit anderen Musikern zusammen zu spielen, die eben keine Gitarristen sind. Im Prinzip geht es wirklich nur darum, irgendwie Musik zusammen zu machen. Und es geht überhaupt nicht um irgendwelche Limitierungen, die das Instrument mit sich bringt, sondern es geht einfach nur darum, wie kann man das beste musikalische Ergebnis erzielen. Und das, finde ich, geht uns manchmal so ein bisschen flöten, weil wir eben auch sehr viel mit uns selber beschäftigt sind und das Instrument einfach sehr, sehr schwer zu handeln ist.
und natürlich dann oft irgendwelche technischen Sachen im Vordergrund stehen und man sagt, ja, krieg ich das hin, krieg ich das nicht hin. Eigentlich darf es darum nicht gehen. Ne? Eigentlich muss man sich eher fragen, ich will gerne diesen musikalischen Weg beschreiten, ich will da gerne ein Rubato machen oder was auch immer. Und nicht, scheiße, ich krieg den Lauf nicht hin. Ich bin genauso, ja, aber oftmals vergisst man es einfach, dass es so, dass es halt auch anders geht. Und das Schöne ist, in Berlin gibt es ja wirklich alles, also auch eine Werder-Kneipe oder vielleicht sogar 2,5 Werder-Kneipen. Und dass sich das jetzt eben noch, abgesehen von der freundschaftlichen Ebene, auch noch mit der fußballbekloppten Ebene verschmelzen lässt und wir jetzt gleich noch schön Werder gucken gehen. Also hoffentlich schön. Das weiß man nicht so genau. Grün-Weiß.